Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 20. Januar. Mein Name ist Carlos Martins und wir bereiten uns vor auf unserem Live-Trading. Und ja, wir haben heute auf eine Minute bewegen wir uns bei 13.852, das heißt genau in der Mitte. 13.8 wäre die Big Number nach unten, 13.9 die Big Number nach oben und eine Blue Box haben wir aktuell nicht, die für uns in Frage kommt, denn das ist eine, die gestern gestartet ist, hier eine 31er. Und wir sehen, es ist relativ ruhig. Ja, also 21er gestern in den Gewinn gelaufen, 41er kommt für uns nicht in Frage und das war es dann auch hier. Und wir sehen, wir haben einige Big Numbers getradet, die Vola-Boxen, das sind die grünen. Da sehen wir auch gestern, ja, da gab es einige, die wir hätte traden können. Hier am Nachmittag, da nochmal, hier gab es dann ersten, zweiten, dritten, vierten. Also hier ist man erst spät abends, also 15:30 Uhr zur amerikanischen Markteröffnung sauber denn rausgekommen, was nicht weiter schlimm ist. Und wir blicken bei den Vola-Boxen einmal jetzt drauf, wo kommt sie um 9 Uhr raus? Und wir sehen, die erste Marke ist bei 13.917. Ist das schon eine Tendenz? Ist das das Orakel? Geht der Markt hier in Richtung über ein Daily Pivot bei 13.900? Werden wir sehen. Wir haben heute Morgen kein Gap Closing und das bleibt spannend. Gehen wir auf die großen Zeitebenen. Ich öffne ein neues Chartfenster. Gehen auf den Daily Chart, also auf den Tageschart. Vorlage, Tagesstrategie Pro. Hier sehen wir, ja, ersten, zweiten, dritten, vierten Tag. Also alles ruhig. Seit dem 11.1. Ja, seit also letzter Woche. Alles ruhig im DAX, keine Aufwärts-, keine Abwärtstendenz und auf Wochenbasis. Wie sieht die Wochenkerze aus? Sieht genauso wie letzte Woche aus, eher unentschieden. Das sieht man mit einem, ja, kleinen Körper. Ja, gucken wir mal, wie der Tag heute beendet. Heute ja offizielle Bekanntmachung oder zieht Joe Biden heute offiziell ins Weiße Haus ein. Mal gucken, wie die Märkte darauf reagieren. Monatskerze sieht bullisch aus, da brauchen wir nicht drüber reden im DAX. Und jetzt gehen wir in die amerikanischen bzw. Märkte, die ich hier als nächstes habe. Sprich, ich wechsle, habe hier als nächstes Gold. Also Gold liegt auf Tagesbasis bei 18.854. Kein Long Setup hier, wir haben keine blaue Sonne, es ist immer noch im Short-Bereich und wir haben hier, sehr schön zu sehen, ein Cluster. Öl ist weiterhin long auf Tagesbasis, die Wochenkerze auch long und die Monatskerze sieht auch sehr, sehr bullisch aus. Also Öl long, Technologie Nasdaq long, auch hier sehen wir, wow, 13.075 und dann zum Schluss ist einmal der S&P noch und der sieht auch wieder sehr strong aus, die Tageskerze und die Wochenkerze auch. Und jetzt gehen wir runter und schauen uns mal an, was macht Bitcoin. Bitcoin liegt bei 35.000, also es bleibt hier in der 30er Zone, da ist jetzt noch kein an. Noch kein neues High oder hat die 30.000er Marke noch gehalten. Wir platzieren unseren Trade bei 13.900 erst einmal hier oben die Big Number. Vielleicht kommt ja eine Blue Box noch rein hier. 8:34 Uhr. So, die erste Box ist tatsächlich eine Blue Box 22er und direkt beim Daily Pivot. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber 13.867 Long, 13.845 Short. Das ist der erste Trade, beziehungsweise die erste Box, die als Pending Box erstmal im Markt liegt.
Ja, eine 22er Box. Also entweder 45 Short oder bei 67 Long. Und wir sind Long. Long bei 67 ab den ersten Trade. Lassen wir das Gewinnziel erstmal so. Beim zweiten gehen wir auf angepasst. Carsten, moin, Anja. Elke, guten Morgen. Stani, guten Morgen. Volker, guten Morgen.
So, es geht gleich los. Und wir sind long. Es geht ja nicht um Recht haben. Es geht dabei. Das soll ja nur ein Ideenaustausch sein. Nicht zum. Ich will hier nicht als Animateur hier. Da habe ich ja nichts von. So, wir sind long. So, wir gehen in die Verlängerung. Zweiter Trade auf angepasst. Und das bedeutet, wir gehen erstmal in Richtung Big Number. Wenn es nach oben rausgeht, werden wir dann auch aktiv. Guten Morgen. Die Unterseite liegt bei 13.766. Und oben seht ihr 13.917, 13.947 stapeln sich die grünen Hornissen. Also wir sind im dritten Trade. Kurs hat sich noch nicht entschieden. Wir sind um bei den Daily Pivot. Ja, gehen jetzt mal über auf die 20. Das ist so der Klassiker, ja. 13.920 auf angepasst. Wir sind raus aus dem Trade bei 20. Das war die Strecke. 1, 2, 3. Und der Trade hier, das ist der Eröffnungstrade, haben wir nach Hause gebracht. So, das war der Eröffnungstrade. 9:46 Uhr, hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben auf angepasst gedrückt und haben jetzt, glaube ich, 0,3, 0,4% mitgenommen, also mehr als wir sonst normalerweise machen. Wünsche euch allen einen erfolgreichen Handelstag. Wir machen jetzt hier weiter. Wir sind hier, seht ihr ja schon, mit hier der Vola-Box schon wieder aktiv. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne 30 Tage Gastzugang bei uns holen. Testzugang läuft automatisch ab. Ansonsten wünsche ich gute Trades und wir sehen uns und hören uns morgen.